Freunde Ministerin, Thema Nummer 1 auch in Vorarlberg. Anscheinend wird alle zwei Tage eingebrochen. Die Einbrüche sind um bis zu 175% angestiegen. Wie gedenkt das Innenministerium dagegen anzugehen? Wir haben eigene Strategien aufgesetzt und widmen diesen Einbrüchen einen Schwerpunkt. Gott sei Dank erkennen wir im März, dass unsere Strategien wirken. Es ist so, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen schon irritiert ist, wenn im Umfeld eingebrochen wird. Und daher wollen wir das ganz gezielt bekämpfen. Es ist die Polizei im Vorarlberg sehr erfolgreich. Wir haben sehr hohe Aufklärungsquoten. Vorarlberg ist das erfolgreichste Bundesland und das soll den Tätern auch signalisieren, dass sie hier nicht ein Aufmarschgebiet haben. Zweites großes Thema oder zweiter großer Bereich, der stark im Kommen ist, Jugendkriminalität. Wie gedenken Sie da dagegen zu steuern? Es ist so, dass wir in etwa 270 Beamte speziell ausgebildet haben in der Jugendkriminalitätsprävention. Die sind österreichweit im Einsatz. Es ist so, dass die Jugendkriminalität auf sehr hohem Niveau nicht wirklich steigt, wenn es um Jugendliche zwischen 14 und 18 es sich handelt. Was steigt und was uns sehr große Sorgen bereitet, sind die unter 14-Jährigen, die aber nicht strafmündig sind. Das heißt, wir haben doch Gewalttaten und kriminelle Energie bei den Pubertierenden zwischen 12 und 14. Und da wollen wir gemeinsam mit der Jugendwohlfahrt und der Justizministerin gezielt das Unrechtsbewusstsein dieser jungen Leute schärfen, denn diese sehr jungen Täter haben zu wenig Unrechtsbewusstsein und damit das nicht in einer kriminellen Karriere endet, müssen wir ihnen auch klar machen, dass sie Unrecht tun. Es darf nicht sein, dass beispielsweise 12-, 13-Jährige gewalttätig sind, mit Messer andere bedrohen, Damen, älteren Personen die Handtasche rauben und es geschieht gar nichts, weil sie strafunmündig sind. Aber Sie sprechen sich dagegen aus, dass dann ein unter 14-Jähriger ein Vermerk bekommt unter Umständen? Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man die Diversion für unter 14-Jährige auch andenkt, das heißt Täter-Opfer-Ausgleich, das heißt eine gemeinnützige Arbeit beispielsweise, das heißt Entschuldigung beim Opfer, das ist ja jetzt bei Jugendlichen möglich, ab 14. Dafür habe ich aber keine Mehrheit in der Koalition gefunden, sondern mit der Justizministerin haben wir uns geeinigt, dass wir nicht im staatsanwaltschaftlichen Bereich dieses Problem lösen, sondern in der Jugendwohlfahrt. Wie wir es lösen, ist mir auch recht, wenn es nur eine Reaktion auf derartiges Handeln gibt. Dass der Staat oder die Verantwortlichen gar nicht reagieren, halte ich für falsch. Sie haben mal gesagt, Sie würden sich wünschen, dass Asylanwerbende schon im Ausland Deutschkenntnisse erwerben. Wie stellen Sie sich das vor? Das ist eine unzulässige Vermengung von Asyl und Zuwanderung. Ja? Und hier muss man schon ganz klar unterscheiden. Asyl ist für jene gedacht, die verfolgt werden, die einer Bedrohung ausgesetzt sind und die sich in ein sicheres Land flüchten, damit diese Bedrohung aufhört. Die brauchen nicht vorher Deutsch lernen, weil die sind bedroht und denen helfen wir aufgrund ihrer Fluchtgründe, aufgrund ihrer Asylgründe. Das, was ich gemeint habe, ist, dass wenn man nach Österreich zuwandern möchte, das heißt, wenn man hier sich bewirbt um eine Arbeit und hier den Lebensmittelpunkt aufstellt, wenn man alle Brücken woanders abbricht und in Österreich einwandern möchte, ja, dann halte ich es für notwendig, dass diese Personen einerseits eine Qualifikation mitbringen und gleichzeitig auch schon Deutsch in Grundkenntnissen können, damit wir sie einerseits bei unserem Arbeitsmarkt brauchen können und andererseits damit auch Integration stattfinden kann. Wir können keine Zuwanderung zulassen von Personen, die ungelernt sind und keinen Brocken Deutsch können. Das ist mit Sicherheit nicht die richtige Strategie. Und letzte Frage noch zum Waffenrecht.
Der letzte Amoklauf in Winnenden hat eine, in Deutschland zumindest eine Waffendiskussion ausgelöst und man denkt daran, das Waffenrecht deutlich zu verschärfen. Ist sowas auch bei uns angedacht? Es ist so, dass wir ein sehr strenges Waffenrecht haben mit einer Fülle von Restriktionen, wie eben auch den Vollzug, die psychologische Eignung, dass man Waffen nicht im Geschäft kaufen kann und sofort mitnehmen, sondern diese Abkühlphase von mehreren Tagen. Es muss nur das Waffengesetz auch entsprechend vollzogen werden. Ich sehe derzeit keine große Notwendigkeit, hier Änderungen zu machen. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass der letzte Mord in Wien durch eine Person stattgefunden hat mit Fäusten, ja, durch eine chinesische Kampfart, und dass beispielsweise der Mord an jener Person, die in Hanals ermordet wurde, mit einem Messer begangen wurde. Das heißt, niemand würde auf die Idee kommen, alle Messer jetzt plötzlich zu verbieten, nur weil damit eine Straftat geschehen ist. Es gibt derzeit in Österreich keine Veranlassung, hier über unser gutes und eigentlich doch sehr strenges Waffengesetz eine Debatte zu entfachen. Ich bin aber der Meinung, die Registrierpflicht, auch die psychologische Eignung, die Abkühlphase, die Unterscheidung zwischen Besitz und Waffenverwendung, das halte ich alles für gerechtfertigt, keine Änderung derzeit angeplant.